Videocheck. Hallo liebe Freunde vom Videocheck, heute geht es um Brandmelder. Ja, Brandmelder sind Pflicht, wisst ihr ja, und ich habe hier welche besorgt, die meiner Meinung nach auf jeden Fall die besten sind. Denn die normalen Brandmelder, jeder guckt dann beim Brandmelder auf den Preis, oh, der kostet 9 Euro, den kann ich mitnehmen, ne? Aber das Problem ist ja, dass wenn unten die Bude brennt oder du oben schläfst, ne, dann kriegst du das gar nicht mit, wenn du schläfst. Also ich würde es nicht hören, wenn unten der Brandmelder läuft. Und deswegen habe ich mir WLAN-Brandmelder besorgt. Also die kommunizieren untereinander. Das heißt, wenn der eine Feuer schlägt und selbst wenn das in der Garage ist, ne, dann bimmeln alle. Also alle, die damit vernetzt sind. Man kann unendlich viele damit vernetzen. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr darauf achtet, nicht im Badezimmer und nicht in der Küche einen Brandmelder einzubauen. Denn durch die Dämpfe bzw. durch den Qualm, der da entsteht beim Kochen, ne, dann geht der Brandmelder los. Das ist für die Katze, einen Brandmelder einzubauen. Deswegen kann man auch im Hotel im Badezimmer immer rauchen, da braucht man keine Angst haben. Ich nehme im Hotel sowieso immer Nichtraucherzimmer, denn im Nichtraucherzimmer stinkt es nicht so nach Rauch. Wir sind mit Montagematerial schon ausgestattet. Kann dann quasi den Rauchmelder ganz easy unterhängen und bei manchen Geräten ist es eine riesen Fummelei und bei diesem ist es auf jeden Fall super gelöst. Ich habe mir aber noch dazu bestellt, ist leider noch nicht gekommen, eine Klebeplatte. Das heißt, ich klebe die Platte unter die Decke oder kann auch geschraubt werden. Und das heißt, wenn der Brandmelder, wenn die Batterien alle sind, dann kann ich das Ding so abziehen. Ne? Das ist schöner, als wenn man jedes Mal hier fummelt. Bei diesem Modell geht es jetzt relativ einfach, aber jeder weiß, wann auf der Leiter steht, wie schnell man da runterfällt. Und deshalb dieser Magnetfuß, der da unterkommt. Link packe ich zusätzlich unten mit in die Titelbeschreibung von diesem Teil natürlich auch. Und wie das Ganze funktioniert, wollen wir jetzt mal eben anchecken. Also hier haben die beiden Brandmelder. Ich habe rund 30 Euro für die beiden bezahlt. Kann man auf jeden Fall investieren für die Sicherheit. Fürs ganze Haus habe ich insgesamt, das haben wir jetzt 6 Stück, glaube ich, für jedes Zimmer ein. Und das Tolle ist auf jeden Fall, die Batterien sind damit enthalten. Wie nervig ist das, wenn man loszieht, einen Brandmelder haben will und da ist keine Batterie drin. Und das geht natürlich gar nicht. Wir können die jetzt anleeren. Wir können beide gedrückt halten und damit leeren wir die an. Und brauchen wir nicht, die waren schon von vornherein miteinander verbunden. 85 Dezibel reichen auf jeden Fall locker aus. Wir können unendlich viele dazu anlernen und das ist auf jeden Fall das Geile. Und ich würde sagen, wir testen mal, ob das funktioniert. Wir legen mal einen da vorne hin und einen hier und pusten mal ein bisschen Rauch rein und gucken, ob beide tatsächlich angehen. Mit 85 Dezibel ist auf jeden Fall ausreichend und es geht auf jeden Fall schön ins Ohr. Es ist ein schöner, greller Ton. Wir packen ein bei Meister Manni in die Werkstatt. Moin! Moin! So, natürlich setze ich ja bei solchen Tests immer mein Leben auf dem Spiel. Ich muss mir jetzt natürlich eine Zigarette drehen, um einen kleinen Brand zu simulieren. Und die Dinger haben eine Entfernung, also eine Reichweite von 50 Meter. Das sollte auf jeden Fall reichen, besonders wenn die untereinander gekoppelt sind. Also wenn man jetzt einen großen Palast hat und im Ostflügel das Feuer ausgebrochen ist, dann hat man auf jeden Fall keine Probleme, den Brand mitzubekommen. Feuerteufel! Wer auf der Suche nach einem vernünftigen Brandmelder für sein Zuhause ist und der ist auf jeden Fall damit an der richtigen Adresse. Link ist unten in der Titelbeschreibung. Das Schöne ist, wie gesagt, dass hierbei eine Batterieanzeige quasi drin ist, beziehungsweise wenn die Batterie alle ist, wird man da informiert bzw. gewarnt. Und finde ich eine coole Sache und das ist ein Teil, was funktioniert und was robust verarbeitet ist und deswegen auf jeden Fall 5 Points vom Videocheck und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich teste euch was Schönes. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben oder schreibt irgendwas Schönes in die Kommentare, ne? Und bis zum nächsten Mal, euer Paul vom Videocheck.